Moin moin und herzlich willkommen zurück zum Kerbal Modding Mittwoch. Diesmal mit dem Better Burn Time Mod. Das Better Burn Time Mod, man kann es hier schon ein bisschen sehen, sorgt dafür, dass ihr genauere Anzeigen bekommt, wie denn eure Burn Time ist. Was es tut, ist eben auch auf die Sekunde genau einblenden, wie lange ihr wirklich burnen müsst und berechnet dabei eben auch euren Fuelverbrauch mit ein. Es zeigt euch an, wann der Node kommt, das kennt ihr ja schon, und gibt euch hier unten noch einen kleinen visuellen Countdown, wann denn der Burn zu starten wäre. Das heißt, wir gehen jetzt auch mal zum Burn und zoomen uns da zeitlich ran und dann bekommen wir einen kleinen Countdown hier unten. Ihr seht schon, wie langsam die Punkte verschwinden und näher ranzählen, damit wir im richtigen Moment unseren Burn starten. Denn ihr kennt das ja, man hat ja immer so ein bisschen das Problem so, oh, und der Burn geht 40 Sekunden und wann muss ich denn genau und wann soll ich denn genau anfangen? Und hier habt ihr eine sehr genaue visuelle Anzeige, wann es soweit ist, und das ist jetzt der Fall. Das heißt, wir können jetzt unseren Burn starten und uns entsprechend auf Kurs halten. Und er prognostiziert uns halt sehr, sehr genau, was wir zu tun haben, wann wir zu burnen haben. Und das Schöne daran ist, vor allen Dingen auch mit Antrieben mit wenig Leistung, also mit Nerf-Antrieben oder mit den Ionen-Antrieben, ist das Ganze relativ exakt und gibt euch einen sehr genauen Anhaltspunkt, was ihr wann zu tun habt, wie lange das Ganze dauern wird und wann ihr den Burn starten sollt. Das ist jetzt aber noch nicht alles, was das Mod kann. Denn das Mod kann noch ein kleines bisschen mehr und das werden wir jetzt gleich sehen. Wenn wir jetzt nämlich den Burn hier beendet haben, sind wir auf einem Kurs, der uns langsam dazu führt, dass wir einschlagen werden und dann bekommen wir von unserem Better Burn Time noch was weiteres angezeigt. Aber dazu kommen wir gleich. So, sobald wir uns nämlich im Vakuum im Impact-Kurs befinden und nicht mehr viel Zeit haben, dann zeigt er uns hier auch ein, wie lange unsere Zeit bis zum Impact ist und er zeigt uns auch an, wie lange unser Estimated Burn ist, um zu bremsen. Damit kann man jetzt einen sogenannten Suicide Burn ganz gut berechnen, denn wenn wir hier davon ausgehen, 98 Sekunden, 101 Sekunden, dann sollten wir jetzt anfangen zu brennen, damit wir eben nicht vor dem Boden aufschlagen. Und hier sehen wir im Prinzip die Zeiten und sehen jetzt schon so, oh, das wird ein bisschen knapp, also können wir jetzt nachkorrigieren gegen das Ganze, denn wir müssen dafür sorgen, dass unsere Impact Time quasi höher liegt als der Estimated Burn, den wir noch haben, und können so dafür sorgen, dass wir eben ohne jetzt groß noch, man könnte sich das ja auch alles über Kerbal Engineer machen lassen, noch Ansichten zu haben, sehen können, okay, wir haben noch 76 Sekunden bis zum Boden und 71 Sekunden Burn Time. Und solange wir das im Gleichgewicht halten, können wir jetzt in einem vollen Suicide Burn runtergehen und dafür sorgen, dass wir sehr treibstoffeffizient auf dem Mond landen. Auch wenn nicht besonders effizient, denn, was haben wir vergessen, genau die Landestützen. So, das heißt, das ist ein weiteres Feature, was ihr durch den Better Burn Time Mod bekommt. Ihr könnt damit nämlich sehr, sehr gut sehen, wie eure Burnzeit noch ist und wie lange ihr braucht, bis ihr eben aufschlagt. Eine ähnliche Anzeige gibt es auch, wenn ihr einen Target im Orbit anpeilt, also wenn ihr quasi ein Rendezvous planen wollt und dann sehen wollt, wann ist denn der Closest Approach und wann muss ich welche Dinge tun. Auch das gibt es dann angezeigt, wenn ihr ein Rendezvous fliegt, und damit könnt ihr euch die Rendezvous dann auch nochmal im Navball vereinfacht anzeigen lassen. Wie gesagt, richtig interessant ist es vor allen Dingen für all die Ion-Jünger von euch, die sich schon immer geärgert haben, wie unglaublich ungenau im Stock KSP die Berechnungen sind für eure Ionentriebwerke. Damit tut sich KSP ja wirklich sehr, sehr schwer und es geht teilweise bei den Nerf-Antrieben auch schon los, also bei den Atomic Drives. Und wie ihr seht, ist das hier alles relativ exakt. Und wir kommen jetzt sehr, sehr entspannt runter und können sogar noch ein bisschen Schwung rausnehmen, weil das alles insgesamt sehr gut aussieht. Das sieht jetzt zwar super gefährlich aus, aber ihr werdet sehen, im Endeffekt werden wir in so ungefähr 17 Sekunden, wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil wir ja die ganze Zeit aktiv bremsen, unten ankommen und dann, ja, wenn wir es gut abgetimt haben, ja, das sieht jetzt relativ okay aus, hält sich so die Waage, wir sind ein bisschen besser mit der Burn Time, das heißt, wir können jetzt sogar noch ein bisschen Speed rausnehmen. Jawohl.
Und wir kommen jetzt schön smooth runter und haben zwischendurch keine großen Pausen und keine große Reignition der Triebwerke gehabt, sondern konnten das alles schön in einem sauberen Burn durchziehen und landen jetzt hier ganz gemütlich am Rand unseres Kraters und hoffen mal, dass wir bei der ganzen Aktion nicht direkt umkippen. Und ihr seht, sehr, sehr, sehr exakt letzten Endes, ohne dass wir groß was rumtüdeln mussten. So, und während Jebediah jetzt mal in den Krater runterrollt, würde ich sagen, klappt ihr euch mal die Beschreibung des Videos auf. Da findet ihr wie immer den Link zum Mod, den könnt ihr natürlich auch über Seacan installieren. Seacan verlinke ich euch nochmal hinten auf den Kacheln das Video zu dem Thema. Und ich werde mich jetzt mal auf den Rückweg in Richtung Körben machen. Vielen Dank fürs Zuschauen, mein Name ist Robert und tschüss.